Über 40.000 Fälle von Kindeswohlgefährdung ermittelte das Jugendamt zuletzt in nur einem Jahr. Zwei Drittel dieser Kinder wiesen Anzeichen von Vernachlässigung auf, wie auch jetzt bei Kommissarin Lisa Stein und Oberkommissar Antonio González. Egon 1235 hört. Fahr zur Reuterstraße 53. Frau Maike Lohrmann meldet Verdacht auf Vernachlässigung eines Kindes. Ja, soweit verstanden. Nach Angaben der Melderin ist ihre siebenjährige Nichte seit Tagen alleine zu Hause. Das Mädchen lebt bei seinem Vater, doch der scheint spurlos verschwunden zu sein. Da die Wohnungstür abgeschlossen ist, müssen die Beamten das Kind dringend befreien. Hallo, Sie haben uns angerufen? Ja, Maike Lohrmann. González, hallo. Meine Nichte ist alleine oben in der Wohnung seit ein paar Tagen. Wie alt ist die Nichte? Sieben. Sieben. Als wir am Einsatzort eingetroffen sind, hat uns direkt die Maike Lohrmann in Empfang genommen. Diese war auch die Melderin des Einsatzes. Maike Lohrmann gab bei uns an, dass sich ihre Nichte in der Wohnung ihres Bruders, dem Steffen Lohrmann, befindet. Anscheinend schon längere Zeit alleine. Die Nichte konnte uns die Tür nicht öffnen, sodass wir erst mal versucht haben, kommunikativ an das Kind ranzukommen und zu gucken, ob es ihm gut geht. Emilia, hörst du uns? Hier ist die Polizei. Emilia, bist du da drin? Wir wollen einmal nach dir gucken, wie es dir geht. Wer ist da? Die Polizei. Lisa ist mein Name. Magst du uns einmal die Tür aufmachen? Ich kann es nicht. Sie ist abgeschlossen. Und ich bin alleine. Oh. Oh nein, die Herdplatte ist rot. Ich muss ganz schnell mir was zu essen machen. Nein, warte. Geh mal von der Tür weg. Wir machen mal die Tür auf. Wir machen jetzt. Geh mal ganz weit von der Tür weg, okay? Es stellte sich für uns direkt eine konkrete Gefahr dar, weil Emilia kurz davor war, den Herd zu benutzen und so wie sie sagte, eingeschaltet war. Und eine Siebenjährige mit einem eingeschalteten Herd, das können wir nicht dem Zufall überlassen. Deswegen mussten wir die Tür gewaltsam öffnen. Emilia? Die ist weit weg. Ich versuche noch. Emilia? Geh mal von der Herdplatte weg. Als wir die Wohnung betreten haben, ist uns direkt aufgefallen, dass die Wohnung sehr verwahrlost war. Überall lagen Sachen rum, alles war verwüst und dreckig. Hier ist keiner mehr in der Wohnung. Ja, hast du geguckt? Ich habe überall geguckt. Die Polizisten konnten das Mädchen retten, bevor eine ernsthafte Gefährdung durch einen Unfall oder Nahrungsmangel eingetreten ist. Allerdings, die Kleine ist verängstigt, dehydriert und macht einen schmuddeligen Eindruck. Okay, wussten Sie davon, dass sie hier allein Nein, ist? Nein, überhaupt nicht. Normalerweise stehe ich immer im Kontakt mit ihrem Vater, okay, meinem Bruder. Und ich habe aber jetzt auch seit 3 Tagen ihn nicht mehr telefonisch erreichen können. Dann bin ich extra hier hingefahren, weil wir auch verabredet waren. Cool. Hast du denn irgendeine Idee, wo der Papa sein könnte? Hat er was gesagt, wo er hin ist? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann ihm nicht helfen. Ja, okay. Ich gucke mich mal ein bisschen um, vielleicht finde ich irgendwas. Hast du was gegessen heute? Nein, eigentlich noch nicht. Ich habe nur ein paar Nudeln im Schrank gefunden. Die kleine Emilia machte auf mich persönlich einen sehr vernachlässigten Eindruck. Das hat man daran gesehen, dass sie dreckige Kleidung getragen hat. Ihr Gesicht war dreckverschmiert. Sie hat sich die Haare nicht gekämmt. Sie gab auch an, die letzten 3 Tage nur Süßigkeiten gegessen zu haben. Zudem fand ich, war sie auch relativ verschüchtert und ruhig. Du weißt nicht, wo der Papa ist? Mm-mm. Wie heißt denn dein Papa? Steffen? Okay. Lohrmann. Der ist ja auch, der wohnt hier auch. Ja, genau. Okay. Und der Papa Sport? Sport? Macht der Sport? Ja. Weil ich weiß nicht, wie hier so ein. Ja, der so nimmt Trainingsplan, an, Kampfplan. Ja, der macht Wrestling-Kämpfe, aber das macht er eigentlich. Nicht 3 Tage Kinder, lang. Und auch Bash ist ja nicht. Wir hatten doch heute Morgen eine Dienstbesprechung, kannst du dich erinnern? Als er dir gesagt hatte, dass zwischen. Diese illegalen Kämpfe, ne? Stattfinden. Als wir uns die Wohnung genauer angeschaut haben, sind mir Trainingspläne und eine Art Kalender aufgefallen, die darauf hindeuteten, dass illegale Kämpfe stattfinden. Hinzu kam noch, dass wir offensichtlich Wettscheine oder Ähnliches gefunden haben. Da wurden wir natürlich hellhörig und haben uns mit der Kriminalpolizei abgesprochen. Der wird auf sich selber setzen. Egon für 12.35? Wie meinst du das? Er setzt auf sich selber. Für Ermittlungen in der illegalen Kampfszene ziehen die Beamten die Kripo hinzu. Ja, die Kollegen von der K-Wache informiert, die sind unterwegs zu euch. Die Beamten protokollieren schon einmal die Aussage der Tante, bis die Kollegen der Kripo eintreffen und den Fall übernehmen. Die kommen vorbei. Eigentlich ist er wirklich ein ganz zuverlässiger und er kümmert sich wahnsinnig gut. Also, irgendwann wird's haben. Emilia. Die Mutter ist halt gestorben vor einem Jahr. Oh. Und, aber der ist so ein zuverlässiger, liebevoller Vater. Wenn nicht, dass ihm was passiert ist, vielleicht hat er auch einen Unfall. Der hätte Emilia niemals so lange alleine gelassen. Das ist sein Ein und Alles.
Auch die Tochter kann keine näheren Angaben machen, scheint ihren Vater aber sehr zu vermissen. Kommissar González muss dennoch das Jugendamt in Kenntnis setzen, da das Verschwinden des Alleinerziehenden eine akute Kindeswohlgefährdung darstellt. Brauchen Sie sonst noch irgendwas von mir? Oder ein Foto oder sowas? Haben Sie ein Foto von ihm? Ja, das wäre super. Hallo. Steffen Lohmann. Hi. Grüßt euch. Die Kriminalpolizei ist da. Hans Fröndenberger und Norbert Meinert sind im Einsatz. Ich sag mal, Ursprungserfalt war jetzt, dass die kleine 7-jährige Emilia hier in der Wohnung mindestens 3 Tage zurückgelassen wurde. Die eingesetzten Kollegen von der Schutzpolizei haben uns hinzugerufen, weil sie an der Pinnwand was entdeckt haben, was auf einen Wrestling-Club hindeutet, der sich auch Killer Bash nennt. Und da geht es wirklich richtig zur Sache. Wir hatten damit schon öfter zu tun in der letzten Zeit und haben sich uns dieser Dinge auch angenommen. Insofern war das für uns sehr interessant. Sie haben auch noch Wettscheine gefunden, wo praktisch der vermisste Vater auf sich selbst gewettet hat. Ich hatte nur im Ohr, dass ihr euch damit auskennt. Ja, ja, heute ist das Finale, steht da. Ja, alles klar. Okay, nehmen wir das ein bisschen mit. Die Kripo-Beamten wissen, dass der Wrestling-Club zu einer illegalen Kampfszene gehört. Sie versichern sich, dass das Mädchen gut versorgt ist und wollen dann die Ermittlungen nach dem vermissten Vater aufnehmen. Wir werden gleich mit dem Jugendamt telefonieren, aber so habe ich jetzt den Eindruck, dass alles in Ordnung ist, wenn sie mit der Tante mitgeht und dann zur Oma kommt. Ich kümmere mich auf jeden Fall. Sie bleiben nur telefonisch erreichbar, bitte, falls wir sie gleich nochmal brauchen. Dann fahre ich aber einmal noch die Person ab. Die Emilia bleibt vorerst bei der Tante. Die bringt die zur Oma. Darüber werden wir das Jugendamt in Kenntnis setzen. Und die werden nochmal Kontakt zu den beiden bzw. zu den dreien aufnehmen. Und die Wohnung können wir jetzt so nicht hinterlassen. Die haben wir gewaltsam geöffnet. Und jetzt werden wir einen Schlüsseldienst beauftragen, die Tür zu sichern. Ja, gut, da fahren wir da mal hin. Genau. Wir machen hier noch gleich ein paar Fotos. Am besten kommt ihr hinterher. Wir werden jetzt das tun, was am naheliegendsten ist. Wir haben die Adresse dieser Wrestlinghalle. Und die Möglichkeit, dass er da ist, ist ja sicherlich gegeben. Bevor wir andere Maßnahmen treffen, fahren wir jetzt erst dorthin und überzeugen uns davon, ob er da ist. Dann ist möglicherweise alles weitere überflüssig. Wir fahren mal los, ne? Die Kommissare kennen die Brutalität der illegalen Wrestling-Szene und befürchten, dass der Vater in Lebensgefahr schwebt. Schließlich ist er bereits seit 3 Tagen verschwunden. Eine Stunde später erreichen die Polizisten wieder ihre Dienststelle, die Hauptwache Nord. Ihr rascher Einsatz blieb ohne Erfolg. So, eine Hitze heute. Oh, lass langsam gehen, ey. Puh. Bei dem Wrestling-Club hatten wir leider nichts weiter ermitteln können. War geschlossen. Wir haben niemanden angetroffen. Und aufgrund dieser Tatsache, dass wir da auch keinen angetroffen haben und nichts weiter für unseren Fall jetzt Wichtiges gefunden haben, sind wir dann zurück zu unserem Revier gefahren. Hallo. Hallo Jungs, wir gehen jetzt mal nach oben. Wir waren gerade beim Wrestling Club, aber da war da keiner da. Wir müssen mal sehen, wie wir da weiterkommen. Wir sind oben. Tschüss. Was ist denn da los? Auf dem Hof von unserer Wache haben wir ein Streitgespräch gehört und dann habe ich auch gleich Frau Lohrmann gesehen mit der Emilie. Und habe ich mich gewundert, was da ist. Und wir sind dann auch sofort auf den Hof gegangen. Entschuldigen Sie, Guten Tag. Sind von der Kriminalpolizei, würden gerne mal wissen, was hier jetzt gerade abgeht. Ihr Bruder hat bei mir Mietrückstände von 3 Monaten. Er möchte die Kleinen auf die Straße setzen. Ja, selbstverständlich. Bin ich der Wohlfahrtsverband oder Sie sind natürlich nicht der Wohlfahrtsverband. Sie sind ein Vermieter, haben ihre Interessen. Ja. Das ist ganz verständlich. Die Polizei ist natürlich originär nicht für Rechtsberatung oder zivilrechtliche Angelegenheiten zuständig. Aber es ist ein, wie sagt man, gesunder Menschenverstand, dass man nicht einfach jemanden auf die Straße setzen kann, sondern muss das auch auf rechtlichem Wege dann einklagen, eine Räumungsklage in Auftrag geben und ähnliche Dinge. Und das geht normalerweise auch nicht von heute auf morgen, zumal alleinerziehender Vater mit Kind setzt man normalerweise auch nicht einfach auf die Straße. Also da sind ein paar Hürden aufgebaut. Versuchen Sie das auf dem Klageweg, das ist der goldrichtige Weg. Wir gehen jetzt einfach mal auf. Ja, das dürfen Sie gar nicht machen. Ja, mit dir geht es ja ein bisschen besser. Es war jetzt auch wieder ein kleiner Schreck, ne? Die Tante berichtet, dass der Vermieter sie auf der Suche nach ihrem säumigen Bruder belästigt hat. Um ihn abzuwehren, ist sie mit ihrer Nichte zur Polizei gefahren. Doch der Mann fuhr hinterher. Nach den erfolglosen Ermittlungen eine ideale Gelegenheit für die Beamten, die beiden nochmals zu befragen. Wir waren eben beim Wrestling Club, aber da war leider keiner anzutreffen. Jetzt würden wir gern von Ihnen eigentlich noch mal ein bisschen was hören. Können Sie uns noch ein bisschen weiterhelfen? Haben Sie noch irgendwelche Informationen hinsichtlich Ihres Bruders
wo wir irgendwie dran ansetzen können, wo wir vielleicht ihn finden. Ich habe ihn selber seit 3 Tagen nicht erreicht und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und sein Handy ist auch aus. Und er macht sein Handy eigentlich nie aus. Er scheint ja auch schon seit einiger Zeit seine Miete nicht zahlen zu können. Sonst wäre der Vermieter jetzt hier nicht auf den Hof gekommen, ne? Also deswegen bin ich wirklich verwundert. Ich mache mir wahnsinnig Sorgen. Ja, das kann man verstehen, das ist klar. Ein Kollege überbringt den Bericht der Spurensicherung. Die hat in der Wohnung einen weiteren Wettschein gefunden mit einer heißen Spur, einer zweiten, bisher unbekannten Adresse. Er ist ja in finanzieller Not. Da weiß ich jetzt nicht, was da vielleicht passiert ist, ne? Möglicherweise hat er sich auf was eingelassen, was er vielleicht jetzt auch schon bereut hat. Keine Ahnung. Aber sowas wird er nicht machen. Ja, mag sein, aber wenn man in Geldnot ist, macht man alles Mögliche, um seine Geldnot zu begleichen letztendlich. Ich glaube, so wie Sie ihn beschreiben, scheint er ja ein ganz natürlicher, normaler Mensch zu sein. Und ich glaube, er trägt auch die Verantwortung für das Kind. Und wenn dann kein Geld da ist, macht man schon mal Dinge, die nicht ganz okay sind. Aber wir sollten... Sie kümmern sich jetzt weiter um... Das, ja? Die Beamten drängen zum Aufbruch, denn der Ort auf dem Wettschein könnte eine heiße Spur sein, wo sich der Vermisste derzeit aufhält oder vielleicht festgehalten wird. Die Anschrift führt die Polizisten aus Duisburg hinaus, mitten ins Nirgendwo. Ich glaube, das müsste hier sein, ne? Ja, fahr doch mal um die Kurve. Zielort ist ein verlassenes Fabrikgelände. Der Verdacht, dass hier etwas Ungesetzliches vor sich gehen könnte, scheint sich zu bestätigen. Es ist ja auch ein Gelände, da passiert alles Mögliche, ne? Auf der Anfahrt haben wir uns bei dem Einsatzort hier schon mal Gedanken darüber gemacht, wo wir eventuell ins Gebäude gelangen können, weil wir wollten jetzt auch nicht, wie man so schön sagt, mit der Tür ins Haus fallen. Wir mussten damit rechnen, dass hier vielleicht auch hochgradig kriminelle Zuhälter oder Rocker irgendwie am Start sind. Und so haben wir versucht, einen Hintereingang zu finden. Und es ist uns auch glücklicherweise recht schnell gelungen. Was ist das denn da? Hallo. Hallo. Die Kripo Duisburg. Wer sind Sie? Kriminalpolizei Duisburg. Meinert. Wer sind Sie? Ich bin der Besitzer. Sie sind der Besitzer hier? Haben Sie sich noch hier raus begleiten? Wir bleiben hier. Können Sie sich mal ausweisen? Die Person, die wir dort angetroffen haben, gab sich als Eigentümer dieses Komplexes aus und war überhaupt nicht kooperativ, sondern versuchte ganz im Gegenteil durch irgendwelche, wie wir fanden, nicht unbedingt lachhaften Witze, sich aus der Sache irgendwie rauszureden. Aber wir haben da trotzdem direkte Ansprache gemacht, der auch dann Folge geleistet hat. Die habe ich schon mal gesehen, die verkauft im Fernsehen diese Rheumadecken. Seit unsere Oma sie hat, die schläft durch. 1A. Der geht schon so gut. So, alles okay. Klar. Das hört sich ja ganz toll an. Haben Sie andere Märchen aufzutischen? Das wollen Sie hören? Was ist da los? Der lautstarke Krawall und der Fluchtversuch des Verdächtigen liefern den Beamten die entscheidenden Beweise. Hier findet ein illegales Treffen statt. Nachdem sie den vermeintlichen Veranstalter festgesetzt haben, verschaffen sich die Kommissare vorsichtig einen Überblick. Egon 3216, wir brauchen Verstärkung zu der Halle, zu der wir gefahren sind. Hier sind tumultartige Zustände, Riesenschlägerei. Die Polizisten beschließen den sofortigen Zugriff, um den kriminellen Kampf zu beenden und den Vermissten zu finden. Absolute Ruhe hier. Jetzt mal alle an die Wand da vorne. Wir sind dann auch schnell nach oben gelaufen und haben dort eine ziemlich spezielle Szenerie angetroffen. Und zwar war da eine Kampfszene zu sehen und ungefähr 20 Personen haben diese Kämpfer angefeuert, die in einer Art Boxarena gestanden haben. Eine weitere Person hat Wettscheine und Geldscheine entgegengenommen bzw. ausgeteilt. So, das sah hier einfach aus wie ein illegales Wettbüro, das einfach auf Kämpfer setzt. Nebeneinander. Oh, super, dass ihr da seid. Moin, das ging immer schnell, Gott sei Dank. Wir brauchen euch für die Personalienfeststellung. Wir haben ja illegalen Kampf, Wetten, alles dabei gewesen jetzt. Moment, ich mach mal kurz ein Foto vorzeigen. Ich werde Ihnen jetzt hier der Reihe nach ein Foto zeigen. Wer diese Person auf diesem Bild erkennt, sagt es bitte. Wenn Sie das nicht sagen, dann vertuschen Sie hier enorme Straftaten. Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin. Sagen Sie, wer dieser Mann ist. Ich habe ihn gesehen. Bitte? Ich habe ihn schon mal gesehen. Der war vor ein paar Tagen hier und hat auch gekämpft, aber sah ganz schlimm aus und sah so ganz schlimm. Ich weiß es Bleiben nicht. Bleiben Sie mal ganz ruhig, ganz ruhig. Eine Person sagte, ja, den kenne ich. Den habe ich gerade vor 3 Tagen noch gesehen, hat hier gekämpft. Der war ziemlich schwer verletzt und da sind natürlich uns auch die
die Lichter angegangen, nach dem Motto, da müssen wir jetzt den Promoter oder beziehungsweise den Besitzer von dem Laden da einfach nochmal unter die Lupe nehmen. Aber sah sehr schlicht aus und sah sehr schwerfällig. Was machen Sie denn hier? Wissen Sie, wie der Mann Mensch, heißt? Gehen Sie bitte raus. Das ist saugefährlich hier. Nee, gehen Sie bitte raus. Wo ist denn Steffen? Sie müssen auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Dankeschön. Die Schwester des Verschwundenen hatte den Ort des Kampfes auf der Wache aufgeschnappt. Aus Sorge wollte sie hier nach ihrem Bruder suchen. Doch keiner scheint zu wissen, wo der Schwerverletzte steckt. Letzte Hoffnung der Beamten ist der zwielichtige Veranstalter. Jetzt sehe ich hier noch einen Eingang gerade. Sie gehen bitte mal vor. Ich mag gar nichts. Sie gehen vor. Ich mag gar nichts. Sie gehen vor und zeigen uns, was hier los ist. Wo soll ich hingehen? Geradeaus. Widerwillig führt der Promoter die Kommissare durch ein unterirdisches Labyrinth. Auf einmal sind aus der Ferne dumpfe Hilferufe zu vernehmen. Ich höre doch schon was. Ist hier jemand? Warte mal. Sag mal ganz ruhig. Da ist jemand. Halt die Klappe. Immer weiter, da hinten. Das kann ja nur da hinten sein, hier geht ja nichts. Da nix. Unbeirrt folgen die Beamten den Geräuschen durch den nicht enden wollenden Irrgarten und finden den Hilfesuchenden schließlich inmitten der Dunkelheit. Es ist der vermisste Vater. Oh, liegt da mitten im Weg. Bleib mal stehen. Sie sollen mir das anstehen. Was sagen Sie dazu? Schauen wir eben nach ihm, ich bleib hier. Den Steffen Lohrmann, den haben wir dann letztendlich auch in einer Katakombe nach einem langen Marsch gefunden. Er hat gewinselt, kann man schon fast sagen. Und wir haben dann ihn beruhigt, haben gesagt, wir sind von der Kriminalpolizei, brauchen Sie keine Sorgen machen, es geht jetzt vorbei. Er war schwer verletzt offensichtlich, hatte Wunden am Bein, war bandagiert an verschiedenen Stellen, auch an dem Rippenbereich, hat auch darüber geklagt, dass er da sehr starke Schmerzen hatte und sagte, er sei schon seit Tagen dort liegend verbracht, ohne Wasser und Brot. Wir brauchen einen RTW. Hans, kannst du uns einen RTW holen? Oberste Priorität für die Kommissare? Die Befreiung des Verletzten und seine Erstversorgung. Meine Tochter. Ihrer Tochter geht's gut. Da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die ist bei ihrer Schwester. Die war so lange allein. Ja, die war 3 Tage in der Wohnung, aber der geht's jetzt gut. Bist du mir so leid? Ja, das glaube ich Ihnen. Weit wollte es nie kommen. Kann ich mir vorstellen. Mehrere Wunden im Gesicht des Opfers weisen eindeutig darauf hin, dass er in einen blutigen Kampf verwickelt war. Wir simulieren doch! Wegen dir hattest du jetzt alles angefangen, du Arsch! Halt die Fresse, du Weichei! Du wusstest, dass ich eine Tochter habe und von dem Geld abhängig bin! Ich hätte mich nie auf die Scheiße einlassen sollen! Was hat er Ihnen denn bezahlt dafür, dass wir kämpfen? 500 Euro! Pro Kampf? Nein, für den ganzen Abend! Für den ganzen Abend müssen 500 Euro, wie viele Kämpfe waren das denn? Zwei. Der erste war okay, aber der zweite, der Gegner, der war übermächtig und du wusstest das! Was ein Mädchen warst du! Was? Du hältst jetzt die Fresse! Seit Monaten ist der Vater bereits arbeitslos. Scham und Verzweiflung darüber hatten den Hobby-Wrestler dazu getrieben, seine Leidenschaft in illegalen Kämpfen zu Geld zu machen. Okay. Ja. Okay. Ihr könnt eigentlich schon abreisen. Und wir bleiben so lange noch hier. Okay. Sie können eigentlich alle nach Hause gehen fürs Erste. Wie gesagt, sie hören von uns. Kriegen alle eine Anzeige. Wegen illegalem Glücksspiel. Und da können Sie sich überlegen, was Sie dazu sagen wollen. Die angetroffenen Personen in dieser Kampfarena, so nenne ich das mal, wurden ja durchsucht. Die Personalien wurden festgestellt und da besteht kein weiterer Grund, sie festzuhalten. Da liegt kein Haftgrund vor. Die werden vorgeladen. Der Sachverhalt muss jetzt, soweit es durch uns möglich ist, erstmal geklärt werden. Die KTU kommt raus, sucht noch nach Spuren. Wir wissen ja gar nicht, was noch alles in diesem Gebäude in den Ecken liegt. Wir wollen sehen, dass wir die Wettscheine auswerten. Wir wollen das beschlagnahmte Bargeld zählen, zuordnen und vor allen Dingen die Zeugenvernehmung durchführen. Und dann wird sich ein Gesamtbild erstellen. Wir können noch mal kurz gucken, was mit ihm ist. Wo ist er denn? Die Untersuchung ergibt, dass der Vater ein Bein und mehrere Rippen gebrochen hat. Seine Schwester verspricht, sich um ihn zu kümmern und auch um seine kleine Tochter. Nehmen Sie mir okay. Emily nicht weg, bitte. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Da könnten Sie jetzt ja nichts dafür. Ich kümmere mich um euch. Wirklich, ich mache dir keine Sorgen. Aber wir müssen Sie natürlich vernehmen, das ist klar. Ja. Der Herr Lohrmann ist in dieser Situation praktisch Opfer, weil er seiner Freiheit beraubt wurde von dem Herrn Wegener. Das hat er zumindest so gesagt und Herr Wegener hat es indirekt im Grunde genommen auch zugegeben. Gleichzeitig aber auch Täter, weil er hier an einer illegalen Wette teilgenommen hat und gleichzeitig natürlich auch in dieser Klopperei teilgenommen hat und Umstände auch gefährliche Körperverletzungen begangen hat. Das müssen wir sehen, mit wem er da gekämpft hat. Und die näheren Umstände, die werden sich sicherlich noch klären. Er ist ja aussagewillig und bereit. Von daher gesehen gehe ich mal davon aus, dass er auch reinen Tisch machen wird.
Den Fall haben wir. Den Fall haben wir, ja. Den Veranstalter erwartet eine Freiheitsstrafe, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels und Freiheitsberaubung. Der Vater bekommt dank seines Geständnisses eine milde Strafe wegen Körperverletzung. Mit der Hilfe seiner Familie ordnet er sein Leben neu, findet eine Arbeit und darf seine geliebte Tochter behalten.